Hey, Zombiefrau, du hast mein Dick geklaut. Nein, du hast es mir freiwillig übergeben. Das ist, klingt eher wie Last aus Fullmetal Alchemist, aber ist okay. die Kurve, es geht. Yay, ich bin auch mal wieder dabei. Ja. Zombies, Zombies, ich habe Gier. La 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 la, der Zombie ist hier. La la la. Das Duell hat sich, keine Ahnung, ich werde es einblenden. Oha. Ja. Okay, eine Verdeckte. Ja. Okay, ich sehe schon. Meine Zombies sind besser als deine. Ich beschwöre. Meine Clown-Zombie. Gruselig. Der Clown-Zombie. Und dann greift dich mein Clown-Zombie an. Boom. Haha. Fuck. Das war eine Falle. Naja, immerhin kannst du dir nichts suchen. ich setze eine Karte verdeckt und noch eine und du bist dran. Kamula. Okay. Also, erstmal zeige ich nur zu deinen verdeckten Karten. Oh. Danach. Oh Gott, hör bitte auf die ganze Zeit, sorry. Nein! Nicht der Kack-Vampir-Lord. Oh doch. Und er wird dich angreifen. Aber soll jetzt ich auf den Friedhof legen? Eine Zauberkarte, bitte. Okay, ich denke, diese Karte hier bringt mir nicht so viel gegen dich. Zombies boosten ist, glaube ich, gerade nicht so frei. Boostet aber auch, Dinosaurier. Ja, ich, also, ich habe keine Dinos. Wie? Sowas besitze ich nicht. Ich würde mich gerne ein paar Runden in meinem Käfig verstecken. Falls du nichts dagegen hast. Aber, ist okay, aber. Okay. Ja. Ich brauche nämlich gerade erstmal ein bisschen Zeit, um irgendwas zu ziehen, womit ich an diesem Vampir-Lord vorbeikomme. Okay. Dann greife ich halt auch nicht an. Okay. Ich meine, eins. Eins? Kann ich bitte meinen Kürbis ziehen? Das ist nicht der Kürbis. Ich brauche mindestens 2000 ATK, um da drüber zu kommen. Ja. Schwierig. Warte, wenn es hier 2 kommt, dann wird es direkt zerstört. Ja. Okay, das heißt, du kannst wieder angreifen. Ich kann dann wieder angreifen, ja. Okay. Die hat jetzt eigentlich zu. Okay. Was sagst du, Bandit Keith? Ich soll alle Karten spielen, die keine Zombies sind? Okay. Ich glaube, das ist eine Situation aus dem Anime. Ich weiß nicht, weil du den das letzte Mal gesehen hast. Noch nie. Noch nie? Das musst du aber nachholen. Ich habe jetzt nur, keine Ahnung, 3 Folgen angeschaut, als der Kumpel mir gesagt hat, oh, du musst es dir anschauen, du hast es noch nicht angeschaut. Ah! Und der hat gemeint, unbedingt die Folge anschauen, wo... Ja, welche? Nein. Welche Folge? Ja. Oh nein, nicht Zombie-Welt! Nein! Willkommen in der Zombie-Welt. Hallo. Die ist nutzvoll. Auf jeden Fall. Welche Folge solltest du dir denn unbedingt ansehen? Wo die Märchen gespielt werden. Ist tatsächlich eine Folge aus der vorletzten Staffel, glaube ich. Kann sein. Also ich kann dir die Folge das Duell gegen Para und Docs empfehlen. Das ist ziemlich cool mit dem Torwächter. Ja. Das ist geil. Falls du dich wundert, warum ich diese Karte nicht aktiviere, dann das funktioniert nicht. Darf ich jetzt angreifen bald mal, oder? Ja, darfst du. Jetzt habe ich nämlich alle nötigen Ressourcen, um über deinen Vampir rüberzukommen. Nein! Ich rüste meinen gepanzerten Zombie mit einem violetten Kristall aus. Das macht ihn sparklig und damit stärker. Okay. Und damit mit noch einem. Damit er richtig schön sparklig ist. Perfekt. Okay. Und dann greift er an. Boom! Oh no. Und dann kommt er nicht wieder. Warte, was? Ja. Warum nicht? Weil nur wenn er durch einen Karteneffekt zerstört wird.
Achso, ja, aber ja, es gibt Schlimmeres. Und um auf Nummer sicher zu gehen, dass du dir nicht wiederholst, verbanne ich den. Moment, das hätte ich auch. Ja, doch. Oh, das hätte ich auch so machen können. Ich hätte ihn auch hierdurch zerstören können und damit verbannen. Ach, ich bin dumm. Egal. Okay. Das ist. Mein Plan ist nicht ganz aufgegangen. Wolltest du Vampir Genesis beschwören? Ich kenne deine Taktik, Kamula! Nein, wollte ich nicht. Ach so. Okay, da tut's mir leid. Okay. Erstmal, danke für deine Ausrüstung. Fuck, ist das bis. Hey, ich kann's mir aber aussuchen. Ah, stimmt, du darfst sie aussuchen. Haha. Was gibst du mir jetzt? Hier, take it. Take it or leave it. I wanna leave it. Schön. Der Kreaturtausch. Aber, ja. Warte. Mein Plan geht noch nicht ganz so auf, wie ich es eigentlich wollte. Fühl dich gut. Okay. Dann kommt doch mein Vampir dort. Schon wieder. Weil, hi. Der ist hi. Cool. Ich weiß gerade noch nicht, wie ich drüber komme über dein Viech. Ja, ist aber krass, ne? Jetzt greife ich mein Viech an. Ja, das ist natürlich ein bisschen nervig. Und darf was vom Deck specialen. Ah, ich weiß, was du dir holen wirst. Denn natürlich. Was wohl? Ja. Mein Rui Koki. Ryu, Mann. Ruhig hier! Ja, das ist jetzt ein bisschen Bullshit. Und jetzt bin ich gut ausgerüstet für alles, was kommen mag. Ja, leider. Was mag kommen? Irgendwas kommt. Ich weiß es noch nicht, aber es kommt noch irgendwas. Irgendwas wird schon kommen. Ja. So. Glaube ich auch. Das ist natürlich nett. Ich aktiviere Seelennehmer. Zerstöre dein Ryu Koki. Aber ich habe mehr Leben. Alles okay, jetzt mache ich gleich nochmal. Warte, ich hab noch mehr Leben. Und dann verbanne ich ihn, damit er nicht wiederkommt. Das ist meine Taktik. Das ist eine gute Taktik. Und welcome back, Panzerzombie. Und die Lebenspunkte, die ich dir gerade geschenkt habe, nehme ich dir jetzt wieder weg. Weil ich ein richtig ekliger Typ bin. Oh Gott. Meine Schmerzensgeräusche. Das war ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ah, der Daddy. Ich bin 7! Nein, ich habe keinen Plan mehr, wie alt Bones ist. Okay. Also die Karte ist... Ich zieh... Also jetzt kommt halt der andere wieder. Oh, Mann. Du konntest natürlich nicht beide verbannen. Soweit hast du nicht gedacht, oder? Ich habe auch nicht so viele Bücher. Ich bin ein Kind. Ich lese doch nicht so viel. Denkst du, Erwachsene lesen mehr? Eher als Kinder. Oder? 10 Schulbücher? Ja. Ah. Das Mathebuch war mein Lieblingsbuch. Ja, das habe ich jeden Abend gelesen. Ich konnte gar nicht schlafen, so spannend war das. Ja. Pi. Hm. Oh Mann. Ich habe nur Kacke im Friedhof. Aha. Dann sage ich mal Tschüss zu deiner Karte. Nein! Mein Fluch der Gejagten, er ruft der Gejagten. Ich meine natürlich im Anime Schrei der Untoten. Und ich darf was von meiner Hand setzen, das hast du nicht erwartet. Das habe ich wirklich nicht erwartet. Ja. Weil das niemand macht. Was? Oh Gott. Hallo? Und jetzt kann ich meinen Ryu, meinen zweiten, abwerfen. Um dein Monster vom Friedhof wiederzuholen. Oh, stimmt, du kannst ja auch meine Zombies zurückholen. Mhm. Ha. Das ist ungünstig. Und jetzt greife ich dich mit meinen Monstern direkt an. Nein, nicht! Nein! Zombie-Meister! Nicht auch noch Ryu Koki! Das Au! Schmerzen. Und dann zieh deine letzte Karte, Bones. Okay, mach ich. Panzerzombie. Nein. Tu mir nicht weh, Bones. Ich will wenigstens auch den kaputt machen. So.
RIP. Ja, gut, das, ich meine, Kamula ist ein bisschen stärker. Oh Gott. Ja, man kann's was. Meine Mumien werden gerufen. Meine Mumien werden gerufen. Nach Mumien, nach Pyramide telefonieren. Die Zombie-Welt. Oh. Wir sind nicht mehr in der Welt der Zombies, wir sind in der Welt der Toten. Oh nein, also ich werde nicht mehr. Jetzt bin ich auch in der Welt der Toten. Ja, aber ich bin untot. Ja, du bist. Sind Vampir ist untot? Ich habe absolut Vielleicht. Keine Ahnung. Okay, das ist potenziell gut. Das ist auch potenziell gut. Ich spiele meinen Panzerzombie. Oh nö. Und meinen Käfig. Damit gerne der ein bisschen eingesperrt bleibt. Dann kann ich mich nicht wehren. Aber ich mich auch nicht. Mama, die Frau ist komisch. Was meinst du? Warum ziehst du mal Topf der Gier? Och nö. Nicht mein Käfig. Ja. Ich bin einfach ein guter Duellant, ich zieh nur Topf der Gier. Finde ich nicht so nett, ehrlich gesagt. Jetzt geht meine ganze Taktik nicht mehr auf. Und nicht die Zombie-Welt. Oh doch. Okay, wie machen wir das jetzt am schleusten? Du bist zu schwach. Warum hast du mich gerade schwach genannt? Ja. Oh, okay. Okay, wir machen das so. Ich habe einen Plan. Nein. Doch. Okay. Ich krieg das irgendwie hin. Jetzt kommt die Finsternis persönlich zu dir vorbei. Hi. Oh Gott, der Patriarch. Ja, Ibims, der Patriarch der Finsternis. Nicht der Patriarch. Nein, das wird wehtun. Ah! Oh, dann noch ein 50er Betrag. Okay. So viel kostet eine Nacht. Warte, was? Was? Wait a minute. Wait a minute. So viel hat bei uns noch im Portemonnaie. Okay. Wir spielen Drachenzombie. Okay. Und ich bin offiziell dumm. Du wolltest Tribut sammeln machen. Nein, wie kommst du denn darauf? Nein. Nein, ich bin einfach nur dumm. Okay. Warum hab ich das hier nicht gemacht? Oh Bones, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Ich frag mich, wieso ich das immer nur in der Endphase aktivieren kann, aber hey. Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich habe theoretisch noch das hier, aber... Ich verbanne jetzt erstmal dein... Aber-Zombie. Der hat keine gute Rüstung. Der kommt nie wieder aus dem Friedhof zurück. Nein, das ist jetzt wirklich ungünstig. Obwohl, ich kenne ja das. Oh mein Gott. Mein Vampirlord. Leck mich. Gerne. Oh Gott, ich bin 7. Kamula, reißt dich ein bisschen zusammen. Warum lässt du mich immer eine Zauberkarte auf den Friedhof legen? Das bringt mir doch was. Ja, was bringt dir Monster? Monster bringt dir mehr. Falle. Was bringt dir eine Falle? Was bringt dir? Keine Ahnung. Die Zauberkarte auf dem Friedhof. Okay, jetzt darf ich keinen Fehler machen. Okay. Wir machen das Buch des Lebens und holen uns meinen Drachen zurück. Mein Master Kyonshi. Doch, genau den. Dann. Okay. Pumpkin! Geisterkönig! Er boostet nur andere, das ist Bullshit. Aber ich hab meinen Kristall wieder. Oh nein. Und damit ist er stärker. Wen wirst du angreifen? Ach ja, du darfst das ja aussuchen. Das ist seltsam. Oh, ich darf den sogar töten. Okay, ja. Nett. Der kommt ja nicht wieder. Warum kommt er nicht wieder? Weil ich ihn durch Kampf zerstört habe. Ein Kürbis hat ihn in den Kopf gebissen. Oder so. Ach komm schon. Gib mal deinen Kürbis her, bitte. Immerhin krieg ich ihn in der Endphase wieder. Und du tributierst ihn, oder?
wollte ich schon mal. Ich habe leider nichts zum Tributieren. Gott sei Aber Dank. Hey, ich habe meinen Master. Ich bestimme, wen du angreifst. Okay, gönn dir. Schade. Ich weiß jetzt nicht, ob das so worth... Au! Ob das so worth für dich war. Sicher. Warte, ich dachte, ich krieg den wieder. Nein. Das ist Kreaturentausch. Die können nur nicht ihre Kampfposition enden bis zum Ende des Zuges. Was ist das denn für ein Bullshit hier? Ich fühle mich verarscht. Die Frau nutzt mich. Ja, ja, jetzt hat er 1925. What the fuck, Emma? Aber ich will dich nicht mit deinen Karten zerstören. Ich will dich mit meinen Karten zerstören. Dafür wurde mein König jetzt geopfert. Ja. Aha, ich habe eine Pyramidenschildkröte. Was kann ich mir jetzt schönes holen? Kürbis. In der Tat, den könnte ich mir wirklich holen. Aber ich glaube, ich brauche gerade eher eine bessere Defensive. Der Kürbis bringt mir gerade nicht so viel. Oh, toll. Ja, okay. Das wird spannend. Ja! Wupp, wupp! Kürbis! Aber kann ich ja auch gute Karten ziehen. Ja, aber irgendwie muss ich mich ja jetzt, ich muss Seelennehmer ziehen. Komm schon, gib mir jetzt einen süßen Seelennehmer. Das ist nicht der Seelennehmer. Ich würde auch gerne mal meine Fusion rausbekommen. Ja, ich spiele das. Stimmt, du hast ein extra Deck. Ja, ich brauche dafür nur zwei normale Monster und Poli. Okay, Seelennehmer. Come on, give it. Ohne Worte. Nee, ich habe dafür echt keine Worte. Ich habe dafür echt keine Worte. Bones kommt in die Pubertät und schirmt sich ab. Okay. Ja, das sind sehr viele normale Monster, die ich hier ziehe. Das ist Freudenfest. Aha, normale Monster. Mhm. Warte, ich könnte früher angreifen. Wahrscheinlich kommt gleich eine dritte. Will ich begrüßen. Och nö. Nicht noch eine von den Dingern. Och klar. Weißt du, ich baue mir ja eine schöne Defensive auf. Mm. 1550. Dich habe ich zwar gerade jetzt abgeworfen, aber hey, Servus. Servus. Greif an. Meine Vampir-Lady. Effekt. Oh. Noch eine. Boom. Schildkrötenpower. Oh yeah, ja, Turtle Power. Und das war mein Zombie. Okay, noch schon wieder ein Clown? Ach nee, komm schon. Schlangenhaare. Dann will ich wissen, was da ist. Ein Zombie. Natürlich hatte ich den einzigen ausgewählt. Gut gespielt, meine ich natürlich. Denke ich auch. Das Problem ist, ich könnte dein... Oh, warte mal, das könnte ich ausprobieren. Ich meine, du kriegst dein Ryokoki, aber... Ich habe einen Plan. Er ist nicht gut, aber ich habe einen Plan. Aber es ist ein Plan. Okay, Effekt. So wäre ich definitiv mehr Monster los. Ja, hol du dir deinen Ryokok. Oder was auch immer du damit anstehen willst. Ich überlege gerade, was ich noch alles im Deck habe. Bessere Karten als ich, schätze ich mal. Nein. Ja, okay, Ryokok ist halt das Beste. Ja, es ist leider wahr. Aber ich habe Pumpkin und der boostet jetzt meine Medusas. Um 150. Nein, du kommst über meine Vampir-Lady. Immerhin. Es ist eine Lady. Komm so, schon. Wenn ich jetzt... Behandel sie. Du bist doch ein Gentleman. Ach komm, leck mich so hier. Okay. Alles klar, ich bin tot. Ich Sorry, ruf mal der Mumien. Das machst du irgendwie immer in der Runde, wo du mich finishst. Kann das sein? Ja, ich glaube, das ist unnötig. Aber, Bones, du bist ja noch ein Kleinkind. Aber wurdest du schon von einem Baby besiegt? Du beleidigst mich ein bisschen, kann das sein? Nein. Das Baby darf mich nicht mal mehr angreifen. Doch. Sehr gut, Schlangenhaare, ihr habt euren Job gemacht. Nein! Aua!
Mula, was hast du jetzt mit mir vor? Ich erwecke dich wieder, du bist einer von meinen Zombies. Ah, also bin ich so ein Sklave? Ja. Okay. Wait a minute, du bist, jetzt, du bist ein kleines 7. Kind, hör auf! Du hast angefangen! Darin merkt man, dass du ein kleines Kind bist. Korrekt. Du hast angefangen. Er hat meine Sandburg kaputt gemacht. Er hat mich zuerst gebissen. Vampirkinder bei ihren Eltern. Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal bei den Anime-Duellen. Wir nehmen gleich noch eins in Folge auf, würde ich sagen. Ja. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und einen guten Appetit. Guten Appetit? Ja. Ich habe gerade gegessen. Guten Hunger. Weil jetzt ist die Snackzeit. Okay. Yeah.